Das macht es auch wieder sehr interessant mit diesen Dialogen, muss ich sagen. Weil so kriegt unser Charakter auch mal einen Charakter. Was haben wir denn auch gefunden? Vielleicht für Lyndon ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Aber gucken wir mal, was hat denn der für eine Waffe? 6, 25, 9 und mehr Geschicklichkeit plus Feuerschaden. Gute Wahl. Ja, finde ich auch. Deswegen habe ich sie auch dir gegeben. Hier verlieren wir Schaden, kriegen mehr Rüstung. Der Rest. Wow, warum haben wir schon so viel Geld? Was ist denn passiert? Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Da hinten sind noch ein paar Gegner. Hier in der Falle. Was ist denn hier oben? Ein Event ist da oben. Hier war eine Art Ich Schlacht. frage mich, wer diese Soldaten getötet hat. Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, wir werden jetzt einfach den Gedenkstein anklicken. Ich habe ein ungutes Gefühl. Besiegt die Eindringlinge. Da oben ist auch noch einer. Dass hier mal gleich alles auseinanderfallen muss. Stirb den Hügelbrüder! Lasst ihn nicht in die Hände dieser miesen Hunde fallen! Was ist denn das da unten? Das teilt sich irgendwas auf. Uralter Held. Amerika. Und erst war's. Das Skelett muss einer von Alrics Männern gewesen sein. Und dennoch hat es angegriffen. Der Tod hat es an sich erinnert. Unsere Feinde sind zahllos. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Wir müssen sie hier festhalten. Während die Schlüssel zum heiligen Tempel vor ihrem Anführer, dem Dämon Eresa, versteckt werden. Wir dürfen nicht ins Wanken geraten, auch wenn wir bis auf den letzten Mann aufgerieben werden. Die haben gegen Dämonen gekämpft. Und sorry, ich wollte eigentlich das, den Dialog nicht so einfach stören und dann das Buch anklicken. Ich wollte eigentlich nur das Gold aufsammeln. Aber ich habe schon wieder so lange nicht mehr Diablo 3 gezockt, dass ich vergessen habe, dass man hier ja nur über Geld laufen muss, um es einzusammeln. Haben ihnen den Rest gegeben. Das hast du richtig erkannt, Lea. Nicht so brauchbar. Lea können wir ja gar nichts geben. Wir können jetzt nur mit ihr reden und Dialoge rausholen. Lea, ihr scheint mir ein zu normales Mädchen zu sein, um etwas mit diesem Irrsinn zu tun zu haben. Wollt ihr damit sagen, dass ich mich nicht behaupten kann? Ich glaube, das war eigentlich ein Kompliment. Oh. Moment, wir können doch mal was aus ihrer Kindheit erfahren. In meiner Kindheit sind Onkel Deckard und ich durch die ganze Welt gereist, um verlorene Legenden und Artefakte zu suchen. Es war so aufregend, durch uralte Tempel zu kriechen und vergessene Grüfte zu durchwühlen. Ich schätze mich glücklich, so aufgewachsen zu sein. Alles, was er mich gelehrt hat. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich sehe, was seine Besessenheit ihn gekostet hat. Uns gekostet hat. Lindons Herkunft. Und woher kommt ihr? Königshafen, die Stadt am Meer. Heimathafen der großen Handelsflotten und voller Netze mit stinkendem Fisch. Ich kenne die Stadt. Was habt ihr dort getrieben? Ich bin im Moment in einer Art Übergangsphase. Zweifellos nichts Ehrenhaftes. Unsinn, ich bin der ehrlichste Dieb, dem ihr je begegnen werdet. Das widerspricht sich schon allein im Satz. Der ehrlichste Dieb. So, dann packen wir mal einen hier drauf. Zack. Und auf der anderen Seite noch einen. Und damit hätten wir das Tor geöffnet. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Nur warum haben sie gegen Dämonen gekämpft und was haben sie da drinnen bewacht? Die Bauweise. Das ist noch aus der Zeit vor den Sündenkriegen. Über Sünden kann ich euch ein oder zwei Dinge beibringen. Ich verzichte. Oh, es war gut, dass wir den mitgenommen haben. Stärke geworden. Schon Level 19. Uiuiui. Das geht wirklich schnell. Und da ist schon einer, denn der Wächter. Niemand betritt das Allerheiligste.
So, jetzt ist er betäubt. Ah, der kommt ja auch nicht dazu, irgendwas zu machen. Erhebt euch, meine Brüder! Erhebt euch und kämpft! Bruder Moek. Bruder Larell. Und der hat verschmelzen, hat er. Und Bruder Karel. Oh, der hat mich erwischt. So. Ein Topaz. Alter, schon wieder so viel Neues. Okay. Gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier? Schockhalsband. Beim einfangenden Schuss. Was hatten wir denn momentan drin? Ausweichschuss. Bei dem bleibe ich, der war auch nicht schlecht. Schnellfeuer. Da haben wir bei Chakram. Zwillingschakram, das sind jetzt zwei. Beim Schnellfeuer haben wir noch Frostbeschuss. Das will ich mal ausprobieren. So, Sperrfeuer. Als weitere Fähigkeit. Nummer 4. Und Krähenfüße. Qualvoller Boden. Fährte. Vorbereitung. Konzentriert und stellt sofort 30 Disziplinen her. Dauer auf die maximale Disziplin. Da brauchen wir ja nicht. Wir bleiben bei der Krähe. So. Werde ich dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Und da ist Alaric. Er ist auch reingekommen. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Igor, der Schlechter. Wir betreten nun unser größtes Heiligtum. Hier ist alles so unter Wasser gesetzt. Ich frag mich, wer da die... Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Ihr schon wieder. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränk diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie versucht euch abzulenken. Hört nicht auf sie. Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. So, und damit hätten wir das zweite Stück. Der Stein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Und das beantwortet natürlich meine Frage, wer die Geister sind oder waren. Das sind Nephilim gewesen. Und das war die Zeitspanne, als Tyriel den Weltenstein darauf eingestellt hat, dass die Nephilim zu normalen Sterblichen werden. Natürlich hatten sie in dem Moment ein Problem, weil sie nicht mehr so besonders stark waren und sich nicht mehr verteidigen konnten. Und ein Teil der Dämonen hat ja dann immer versucht, die Menschen mit Macht wieder zu besehen. Dass die sich wieder wehren können, aber naja. Letztendlich sollte es nicht so sein. So. Über den Tempel. Also bevor wir erstmal das Bruchstück zurückgeben, werden wir erstmal ausfragen. Der überflutete Tempel war einst als Sacceum Empuris bekannt. Er war der heiligste ihrer Tempel. Ein Ort, an dem der Legende nach Engel herabstiegen, um den Nephilim ihr Wissen zu vermitteln. So, der Weltstein? Der Weltenstein war ein antikes Artefakt von unfassbarer Macht. Es wurde nicht nur zur Erschaffung der Welt, sondern auch zur Kontrolle über die Menschheit genutzt. Die ursprünglichen Menschen waren als Nephilim bekannt.
Und sie besaßen solche Macht, dass man befürchtete, sie könnten das Gleichgewicht im ewigen Konflikt zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen stören. Also wurde der Weltenstein benutzt, um unsere Kräfte zu schwächen. So wurden wir zu dem, was wir heute sind. Aber nun, da er zerstört ist, ist es absehbar, dass die Kräfte der Nephalim zurückkehren werden. Was wir ja gesehen haben am Ende von Diablo 2. Tyrael war gezwungen, den Weltenstein zu zerstören, als er von Baal, dem Herrn der Zerstörung, bei seinem Versuch, die gesamte Menschheit zu beherrschen, mit dämonischen Energien verseucht wurde. Die Zerstörung des Weltensteins muss unglaubliche Energien freigesetzt haben. Der Berg Ariad, in dem er ruhte, wurde vernichtet und hinterließ nichts als einen rauchenden Krater. Seitdem hat niemand mehr etwas von Tyrael gehört. Ja, das war das, was ich mich immer auch gefragt habe, was eigentlich mit Tyrael passiert ist, nachdem er den Weltstein zerstört hat. Und da wussten wir nicht mehr, was los ist. Sorry, dass ich jetzt hier nebenbei rumgewuselt habe. Ich mag das nicht, wenn man mich während des Let's Plays anschreibt. Ich hörte, ihr habt Lea auf eure Suche nach uralten Artefakten und Folianten mitgenommen. War das nicht gefährlich? Nicht so gefährlich, wie ihr vielleicht denkt. Damals war die Welt friedlicher. Die meisten Leute haben einen alten Mann und ein junges Mädchen ohne Waffen oder Geld gar nicht beachtet, wenn sie durch ihr Land zogen. Da hattet ihr aber Schweine gehabt. Manche hätten sie einfach ausgeraubt. So. Der Fremde. Magda ist uns dicht auf den Fersen. Wir müssen das letzte Stück schnell finden. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Es gibt ja nicht so viele Hafendörfer in der Nähe, ne? Das muss jetzt unbedingt genau diese Stadt sein. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Da hätten sie sich was Besseres ausdenken können. Der geheimnisvolle Zirkel. Habt ihr den Zirkel zuvor bereits bekämpft? Ich kann es wirklich nicht sagen. Aber es umgibt sie etwas. Eine Dunkelheit, die mir bekannt vorkommt. Was meint ihr damit? Dieser Zirkel ist womöglich Teil eines größeren Übels. Vielleicht wollte ich ihn bekämpfen. Wenn ihr kämpfen sollt, dann braucht ihr euer Schwert. Was wir auch gerade zusammensetzen. So, jetzt, Moment, wir gucken nochmal fix hier rein. Hier ist keine Nachricht mehr drin. Und Hedrick möchte mit uns reden. Sein Vater. Also habt ihr während des Untergangs von Altristram bei eurem Vater gelebt? Mein Vater war ein Diplomat. Wir hatten ein Haus in Caldeum mit Dienern, Terrassen und allem drum und dran. Alles änderte sich, als der Ärger begann. Irgendwie kamen Gerüchte auf, dass mein Großvater den Wahnsinn des Königs verursacht hatte. Die Arbeit meines Vaters fiel in sich zusammen. Niemand sprach mehr mit ihm. Er glaubte, es würde sich geben. Doch so kam es nicht. Nein, ich würde jetzt lieber nicht weiter darüber reden. Ich habe Arbeit zu erledigen. Ja, würde ich jetzt auch einfach so sagen. Du stehst sowieso den ganzen Tag noch rum. So, jetzt reparieren wir erstmal alles. Ui, wir können... Warum können wir denn sowas herstellen? Och nö. Ach, jetzt weiß ich, warum ich so viel Geld habe. Och nö. Oh nee. Das ist doch jetzt Mist. Vor allem, dass ich alles wieder Verwertungsstufen habe. Nee, habe ich gar nicht. Alles wieder verwerten. Ja. Das ist ein neuer Patch rausgekommen. Was ist denn hier los? Geil. Das geht natürlich viel schneller. Und das sind die neuen Eisheile, die ich übrigens habe. Aber guckt mal hier rein. Und ihr seht, dass hier was nicht stimmt. Genau. Ich habe doch Season angefangen. Und dadurch, dass ich jetzt so lange gebraucht habe, das Spiel mal durchzuspielen, ist die Season vorbei. Und ja. Hip hip hurra. Ja. Mein normaler Char ist jetzt wieder mit den anderen Chars verknüpft. Das heißt, wir haben jetzt jeden Mist, was die anderen Chars auch haben. Und damit ist da mein Char wieder... Ja, ich sehe es auch hier. Ich habe auch ein Prestige-Level. Ach, Mann, oh, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich wollte eigentlich wirklich bei 0 anfangen. Jetzt gehen wir bei Kane erstmal rein.
Und klauen bei ihnen mal ein bisschen die Bücher. Hier ist leider nichts, schade. Ach man, das ist das halt das Doofe an Diablo 3, dass man wirklich nicht einfach so sekundär nur für sich anfangen kann. Ist natürlich jetzt schlecht. Falls es euch stören sollte, dann sagt es, dann werde ich vielleicht nochmal einen komplett neuen anfangen. Ja, ja, ist ja gut. Und würde dann dementsprechend mit Null wieder anfangen und soweit spielen. Weil die Ausrüstung ist jetzt sowieso irrelevant, weil in Diablo könnt ihr mal die Schnauze halten, ich will hier was erklären. Da man ja hier sowieso mit Zeug bombardiert wird, was weiß ich alles. Macht das also nichts aus, was ich für Ausrüstung kriege. Wir machen aber erstmal die Quest weiter. Wir müssen jetzt zu Warfham oder, nee, wie hieß es? Warfham? Gehen wir auf jeden Fall mal hin. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Na, das ist ja ein gutes Zeichen. Und ich dachte, ihr hättet zu viel gegrillt. Die Priesters des Priesters Betrachtung, Teil 1. Oh, die sind schön. Die hauen ganz schön rein, die Eispfeile. Dann gucken wir mal rein. Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus seinen Netzen geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge. Aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Der Fischer hat sich mit mir gestritten, aber ich habe ihn davon überzeugt. Tod denen, die sich der Macht des Todes. Was ist denn hier los? Warum werden die Dialoge auf einmal miteinander zusammengeworfen? Ich will das jetzt nochmal hören. Wo ist es? Moment. Wir können ja immer wieder zurückkehren. Halt, das sind Erfolge. Das interessiert mich jetzt nicht. Hier. Nochmal. Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus seinen Netzen geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge, aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Der Fischer hat sich mit mir gestritten, aber ich habe ihn davon überzeugt, es besser in der Sicherheit der Kapelle zu lassen. Ein heiliger Ort für ein heiliges Relikt. Also er hat das letzte Schwertstück gefunden und hat es in die Kapelle gebracht. Da wissen wir schon mal jetzt, wo wir hin müssen. Helft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Ah, das passt ja. Zu ihnen. Da müssen wir ja eh hin. Weg. Das würde euren Tod bedeuten. Ist er tot? So. Da können wir auch gleich die neue Fähigkeit ausprobieren. Das Schwert nicht vorenthalten. Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen. Ich habe nicht genug Hass. Oh, der geht ganz schön ab. So, das war's. Etwas. Oh, da kommt noch mehr. Ich will raus. So, Quest beendet. So, dann quatschen wir mal mit dem Priester hier. In der Nähe dieses Dorfes ist vor kurzem das Heft eines uralten Schwertes niedergegangen. Habt ihr es vielleicht gesehen? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Decker geht. Okay. Lass mich doch allein. Ich muss wieder alles alleine machen. Ah, schade. Ich dachte, wir finden noch ein Tagebuch. Dann gehen wir mal rein in den brennenden Ofen. Da. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wieso? Verdammt, es ist nicht hier.
Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kanes Haus. Wie sind die so schnell wieder zurückgekommen? Gut, dann porten wir uns mal hin. Ist überall ein Teleporter da. So. Ah, hier. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Leia wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belia jedoch bedeutet es alles. Onkel! Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard,